Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Ich bin's, der gesunde Hallo. Black, und die kranke Dulani ist auch noch da. Ja, komm her, mein Schnucki, komm. Geh weg, nimm doch einen anderen verseuchtes Viech. Die hat sich nämlich mit Rakulseuche infiziert. Wir waren nämlich in so einem PvP-Schlachtfeld und wahrscheinlich war da einer gerade hoch ansteckend und den hat's erwischt. Und jetzt renne ich mit einem rum, der hier die ganze Zeit durch die Gegend hustet. Oh, na toll. Und so geizig ist, sich so ein Teil zu kaufen. Hm. Naja. Es könnte ihn ja auch mal erwischen, dass er mal irgendwie dann irgendwann mal verreckt, aber nein. Stattdessen will er hier alle anderen infizieren. Pestträger. Pestilenz. Mich könnt ihr auch mal einer von diesen lieben Leuten hier in dem Spiel heilen. Ne, ich hab dich ja schon geheilt. Ich sehe, guck mal hier, der Soldat hier zum Beispiel, ne, der sieht, dass ich krank bin, ne, und da laufe ich vorbei und was macht er? Nix. Nix, steht einfach nur dumm in der Ecke rum. Gut, wir haben hier eins, ich habe zwei Quests, du hast auch eine, zwei Quests, zwei unterschiedliche. Gut, dann gehen wir erstmal hier, die hier. Sag mal, gibt es denn hier bei Star Wars eigentlich keine Sozialversicherung? Seine Krankheit selber bezahlen muss. Wen hast du nicht abgeschlossen? Klappe jetzt. Danke, dass ihr so kurzfristig für mich Zeit hattet. Ich bin Senatorin Vanaha Keil. Vergibt meine Direktheit, aber Zeit ist ein Luxus, den ich mir nicht gönnen kann. Wie ihr vielleicht wisst, ist Coruscant von Flüchtlingen vor der imperialen Tyrannei überschwemmt. Viele sind schon seit Ausbruch des Krieges hier. Die Flüchtlinge haben den alten galaktischen Markt übernommen und sich in Läden und Lagerhäusern verschanzt, die während der Plünderung von Coruscant aufgegeben wurden. Sie weigern sich zu verschwinden. Sie sollten dankbar sein. Wenn wir das Imperium wären, wären sie jetzt bestenfalls Sklaven. Ich fürchte, ihre momentane Situation ist nicht viel besser. Wie so oft, wenn Angst und Armut vorherrschen, hat sich ein kriminelles Element erhoben, um die Situation auszunutzen. Die Händlergilde der Migranten war ursprünglich eine politische Gruppe, um die Interessen der Flüchtlinge zu vertreten. Über die Jahre hat sie sich zu einem skrupellosen und mörderischen Verbrechersyndikat gewandelt. Warum habt ihr die Flüchtlinge nicht schon vertrieben? Sobald sie fort sind, wird die Bande mit ihnen verschwinden. Frühere Versuche, die Flüchtlinge mit Gewalt umzusiedeln, sind schlecht verlaufen. Diese Verbrecher haben den Leuten geholfen, einen Widerstand zu organisieren und standen so auch noch als Helden da. Die Händlergilde der Migranten ist extrem aggressiv und gefährlich geworden. Ihre Vollstrecker haben sich mit Militärwaffen ausgestattet. Heute sind ihre Schläger auf die Straßen gegangen. Sie haben unser Sicherheitspersonal angegriffen, Feuer gelegt und Aufstände angezettelt. Wir stehen einem bewaffneten Aufruhr gegenüber. Ihr habt soeben den letzten Gegner beschrieben, gegen den ich gekämpft habe. Ich benötige eure Erfahrung, Lieutenant. Wir können einen imperialen Einfluss nicht ausschließen. Generationenlang war der alte galaktische Markt die zentrale Umschlagstelle für den Handel auf Coruscant. Er ist nicht nur von großer wirtschaftlicher Bedeutung, sondern auch ein Symbol für die Freiheit der Republik. Die Kommkanäle sind gestört. Wir haben den Kontakt zu unseren Sicherheitskräften verloren. Ich brauche eure Hilfe, um diese Krise zu beenden. Die Verbrecher dürfen nicht gewinnen. Ich werde mich darauf konzentrieren, die Leute zu retten, die zwischen den Fronten festgenagelt sind. Es ist nicht die Pflicht eines Jedi, Verbrecher zu strafen. Ich vermute, dass sie sich selbst strafen, indem sie euch angreifen. Tut, was immer nötig ist, um unschuldige Leben vor diesen kriminellen Abschaum zu beschützen. Sucht meinen Sicherheitschef, Captain Winborn, auf. Er wird euch helfen. Viel Glück. Ja, schade, dass ich bei der letzten Option nicht die Gesprächsoption hatte. Ich konnte nämlich mit der flirten. Mhm. Ach so. Ja, so, das geht ja auch. Man kann auch das letzte Mal schon. Ja, man kann auch, wenn man oft genug mit einer flirtet oder sich gut mit einer stellt oder einnimmt, kann man sogar mit der ein kleines Techtelmechtel anfangen. Ja, genau, das habe ich im, wo ich ja solo ein bisschen gespielt habe, also jetzt außerhalb des Let's Plays, habe ich das hier mit der einen von, wie ist sie denn? Von diesem Twi'lek gemacht. Hatte ich männlichen Charakter gespielt und dann war das dann freigeschalten. Ja, aber ich weiß ja schon, dass es geht. Wo bin ich jetzt hier rein? Deine Mission. Was ist los? Das ist meine Mission. Du erinnerst dich an Meisterin Kiwix und ihren Padawan Kira? Das hier sind General Fasatra und Dr. Eli Tarnes. Wir reden gerade darüber, wieso die Republik im Geheimen eine Waffe gebaut hat,
die ganze Planeten zerstören kann, ohne zuvor die Jedi zu konsultieren. Meine Arbeit kann man kaum als Waffe bezeichnen. Es ist die humanste Militärtechnologie, die jemals erfunden wurde. Einmal aktiviert, überlädt der Planetenfänger die obere Atmosphäre eines Planeten und verwandelt ihn in eine riesige Ionenkanone. Jedes Raumschiff, das den Planeten anfliegt oder verlässt, wird vollständig außer Gefecht gesetzt. Aua. Die ideale Kontrolle von Feinden, ohne Opfer. So, ich kann hier nicht mitreden. Ihr könnt Feinde nicht kontrollieren, ohne dass es Opfer gibt. Wie viele Leben kostet eine Invasion? Unsere neue Waffe wird der uns bekannten Kriegsführung ein Ende setzen. Ungeachtet dessen habt ihr es zugelassen, dass eure Dateien mit den Entwürfen von gewöhnlichen Dieben gestohlen wurden. Ich bezweifle, dass die Diebe überhaupt ahnen, was sie da haben. Außerdem sind die Dateien verschlüsselt. Unsere Leute folgen jeder möglichen Spur. Bei allem Respekt, alter Freund. Meint ihr nicht, es ist an der Zeit, dass die Jedi eingreifen? Meisterin Kiwix und ich müssen mit dem obersten Kanzler sprechen. Ich brauche dich hier, um diese Entwürfe zu finden. Ich werde euch nicht enttäuschen. Du bleibst auch hier, Kira. Deine Kompetenz in Sachen Sicherheit könnte von Nutzen sein. General, wir haben eine Spur der Diebe. Das ist Agent Galen vom Strategischen Informationsdienst. Agent Galen, diese jungen Jedi werden euch unterstützen. Okay. Vor 32 Stunden haben wir über ein Militärlager gefallen. Sie haben Waffen, Versorgungsgüter und Dateien über das Planetenfängerprojekt gestohlen. Der Anführer der Diebe hat einen Fehler gemacht und sein Gesicht einer Überwachungskamera gezeigt. Wir konnten ihn in unserer Verbrecherdatenbank finden. Vistis, ein rhodianischer Schmuggler, der sogenannten Händlergilde der Migranten angehört. Ein Haufen gemeiner Verbrecher. Warum sollten fremdartige Verbrecher ein Militärlager ausrauben? Sie werden uns ihr gesamtes Diebesgut aushändigen und die Konsequenzen tragen. Wir wollen keinen Bandenkrieg starten, aber ich bezweifle, dass wir ohne Gewalt weiterkommen. Die Gilde ist ein gewalttätiges, gut bewaffnetes Verbrecherkartell. Nur ein Jedi könnte in ihr Hauptquartier einbrechen. Oh je, ich muss mich einen Moment hinsetzen. Entschuldigt mich. Agent Galen, benutzen wir doch euer praktisches Sicherheitsnetzwerk, um die Verbrecher abzulenken. So haben mein Freund und der Dieb ein wenig Zeit für sich. Wenn ihr wisst, es findet, kontaktiert mich. Die Dateien haben oberste Priorität. Aber versucht auch, das übrige Diebesgut zurückzuholen. Viel Glück. So sei es. Gut, ich werde dem Bühne natürlich dabei helfen. Vorausgesetzt, er hilft mir jetzt bei meiner Mission. Komm mal mit. Ja, da bin ich. So, hier lang. Ich habe immer noch meinen Keuchhusten. Noch. Da wo es so schön rot ist. Da rot. Da. Geh mal rein. Geht nicht. Jetzt geht's. Muss ich. Ja, Senator. Genau das denke ich auch. Ich kann euch versichern, dass ich nicht den kleinsten Beweis gefunden habe, der diese Gerüchte stützt, dass das Mädel bei dir, das war hübscher. General, ihr versteht doch sicher, dass wir in einer Angelegenheit du alles in dieser mehr als nur eure Zusicherungen... Meine Zusicherungen sind das Einzige, was ihr bekommt, Senator. Sie müssen euch genügen. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, offenbar möchte jemand zu mir. Aber gerne. Ihr liegt perfekt in der Zeit, Lieutenant. Ich bin General Garza. Es ist gut, euch endlich persönlich zu treffen. Es ist eine Ehre, hier zu sein, General. Ich muss euch beglückwünschen. Eine Frau als General. Diese Sache auf Ort Mantell zu überleben, hat sicherlich Geschick und Mut erfordert. Ich bin beeindruckt. Ich tue nur meine Pflicht. Ihr habt jedenfalls mehr geleistet, als die meisten anderen Soldaten in einer derartigen Situation geschafft hätten. Sergeant Jorgen, es freut mich, euch bei uns zu haben. General Wanda schätzt euch sehr. Danke. General Wanda hat eine sonderbare Art zu zeigen, dass er jemanden schätzt. Wanda hat für euch getan, was er konnte, Sergeant. Und ich finde, dass eine Position im angesehensten Trupp der Sondereinheiten sehr angemessen ist. Die Sache mit Tavus und den anderen ist bedauerlich. Ich wusste, dass sie unzufrieden waren, aber ich hätte nie gedacht, dass sie so dumm wären, überzulaufen. Jedenfalls ist egal, was eure ehemaligen Truppenmitglieder für uns bedeutet haben. Jetzt stellen sie eine große Gefahr für die Republik dar.
Es ist unsere Pflicht, die Republik vor ihren Feinden zu schützen. Gut, dass ich mich in dieser Angelegenheit auf euch verlassen kann, Lieutenant. Wir sollten eine Angriffssphäre bereit machen und Tavus und die anderen jagen. Diesen Befehl würde ich wirklich gerne erteilen, Sergeant. Doch leider haben wir neue Informationen erhalten, nachdem ihr Ort Mantell verlassen habt. Soweit wir wissen, haben sich hunderte anderer Sondereinheiten Tavus angeschlossen und sind zum Imperium übergelaufen. Lieutenant, das ist eine Katastrophe. Ich kann nicht glauben, dass sich so viele Soldaten gegen uns stellen. Die Lage ist ernst, aber wir haben noch Möglichkeiten. Wir haben einen großen Vorteil, mit dem Tavus und seine Anhänger nicht rechnen. Euch. Tavus glaubt, dass ihr auf Ort Mantell gestorben seid und dass niemand etwas von dem Überlaufen weiß. Im Augenblick sichert Tavus wohl seine Bewaffnung und seinen Nachschub. Wir müssen diese Versorgungswege abschneiden, solange er nicht damit rechnet. Macht durchaus Sinn. Wenn der Chaos-Trupp sonst Nachschub aus anderen Quellen als der Republik benötigte, kaufte er bei Unterweltorganisationen hier auf Coruscant ein. Ich habe bereits einige Einheiten auf diese Unterweltquellen angesetzt. Doch zwei der Organisationen erweisen sich als schwierig. Die Schwarze Sonne und die Händlergilde der Migranten. Ich werde mich für euch um sie kümmern, General. Ihr werdet bei der Händlergilde der Migranten beginnen. Unseren Informationen zufolge unterstützt sie Tavus mit einem ganzen Zug hochentwickelter Kriegsdroiden. Eure Mission wird sich hauptsächlich darum drehen, die Droidenlieferungen an Tavus zu finden und zu zerstören. Ich sorge dafür. Einer meiner Leute, Corporal Garum, trifft euch außerhalb des Gebiets der Händlergilde der Migranten und gibt euch alle relevanten Einsatzinformationen. Diese Missionen sind immens wichtig, Lieutenant. Unser zukünftiger Erfolg hängt davon ab, wie gut Tavus und seine Anhänger ausgerüstet sind. Ich werde nicht scheitern. Gut. Die Sicherheit der gesamten Republik hängt von eurem Erfolg ab. Ich beobachte euren Einsatz von hier aus über eure Rüstungskamera. Viel Glück, Lieutenant. Das wäre alles. Jawohl, damit hätten wir unseren Coruscant-Auftrag und angenommen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir hätten hier erstmal alles angenommen, alles Gequatsche erstmal erledigt. Würde ich sagen, gehen wir welchen aus dem meinst du denn jetzt eigentlich? Gebiet. Die hier hübscher aussieht. Die mit den Hörnern oder mit den Fühlern oder die andere? Nee, die andere, die da am Ende da stand. Die ja. Du dann irgendwann bekommen wirst und die dann sagt, das ist mein Lichtschwert. Echt? Entschuldigung für das kleine Spoiler. Okay. Macht ja nichts. So, komm mal mit. Ja, dauert noch kurz. Ich habe immer noch die Ragul-Seuche. Oh, nix hat noch. Stufe 2. Immer noch. Ja, noch. Gleich Stufe 3. Juhu. Ja, ich freue mich. Ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. Mal gucken, was Stufe 3 ist. 7, 6. Geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab. Hau ab. Ne, geh weg. So. Durch Stufe 3 gibt's offensichtlich nicht. Ja, gut. Und da zerplatzt man ja, das war definitiv gerade nicht jugendfrei. Das habe ich leider nicht gesehen. Oh, schade. Weil du weggelandet bist. Ich wollte doch den Dude zerplatzen sehen. So, wo bist du denn gerade? Ich renne gerade wieder raus. Irgendwie. Aha, du bist wahrscheinlich im Raumhafen wieder gelandet, ne? Bin ich denn jetzt? Senatsgebäude bin ich gerade. Achso, gut, dann warte ich hier auf dich. Wo wollen wir denn hin? Zum bis Senatsplatz, oder kann das sein? Ja, also draußen. Okay, dann bin ich gerade die falsche Richtung gelaufen. Naja. Okay, dann jetzt ist zumindest der Spaß weg. Oh, das ist ja doof, dass es dann wirklich so teuer ist. Naja, dafür war es doch wert, dass du hier ein bisschen platzen kust. Ich meine, lustig ist es ja, ne, aber... Na gut, wie gesagt, die Seuche ist ja eigentlich auch eher auf Gebieten wie, Alderaan vertreten. Wir haben sie ja nur bekommen, weil so ein Typ, der infiziert war, nehme ich mal ganz schwer an, einfach uns dort getroffen hat. Könnte ich mir auch vorstellen. Oder uns mit der Rakul-Seuche infiziert hat, weil das eine neue Fähigkeit ist. Keine Ahnung, kann ja auch sein. Ja. So. So kurz vor Ende noch. Mhm. So, dann würde ich sagen... Er hat sich jetzt auf jeden Fall im Let's Play verewigt, würde ich meinen. Ja, genau. Der arme Kerl. Ja, der arme. Der und wir setzen uns mal eine Runde. Wie? Oh ne, da unten. Ich sehe Quests. Oh je. Oh je.
Das kann ja was werden. Du und Quests. So, hier hinten. Das sind nur die PvP-Gebietsmissionen. Die nehmen wir aber erstmal in der nächsten Folge an. Das machen wir jetzt nicht mehr. Okay. Beziehungsweise Flashpointe müssten das sein. Dann danke bis zur nächsten Folge. Bis denne. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis denne. Tschüss.